Ceuta, Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit seiner atemberaubenden Landschaft zählt der Staat zu den typischen Kulissen des Wilden Westens. Der Name Utah wird abgeleitet von dem dort ansässigen Ureinwohnerstamm Ute. Der Bundesstaat selbst wurde von Mormonen gegründet. Die Anhänger der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wie sie sich selbst bezeichnen, wurden aus dem Osten der USA verdrängt, zogen dann über Umwege im Jahre 1847 in das Gebiet, das heute als Utah bezeichnet wird, und ließen sich am großen Salzsee nieder. Dort gründeten sie eine Siedlung, die zur Hauptstadt des Staates anwachsen sollte. Das heutige Salt Lake City. 10 Jahre später, im Jahre 1857, sollte es dann zum Krieg zwischen den Mormonen und den USA kommen. Doch nur ein Jahr später wurden die Mormonen geschlagen und ihre Unabhängigkeitsbestrebungen zunichte gemacht. Robert LeRoy Parker, der später als Butch Cassidy bekannt wurde, kam am 13. April 1866 in Beaver im Bundesstaat Utah als das älteste von insgesamt 13 Kindern zur Welt. Seine Familie waren ebenso Anhänger des mormonischen Glaubens. Die Parkers zogen kurz darauf auf eine kleine Farm, nicht weit von der Gemeinde Circleville entfernt. Die Hütte, in der sie lebten, steht heute noch. Robert LeRoy soll später gesagt haben, dass er hier seine glücklichsten Jahre verbracht hatte. Doch es war dennoch ein hartes Leben als Bauer. Der Vater Maximilian Parker musste deswegen des Öfteren einen Job weit weg von der Farm annehmen und war oft nicht zu Hause. Auch Robert und seine Mutter Anne arbeiteten zusätzlich auf anderen Ranches, um über die Runden zu kommen. Auf einer solchen Ranch lernte Robert Parker den Viehdieb Mike Cassidy kennen, zu dem er eine gute Freundschaft aufbaute. Mike Cassidy brachte ihm alles über den Viehdiebstahl bei, was er wusste. Später nahm Robert Parker auch den Decknamen Butch Cassidy an, zu Ehren seines Mentors. 1884 verließ dann der junge Robert mit nur 18 Jahren die Farm seiner Familie und machte sich auf in die weite Welt. Die nächsten paar Jahre arbeitete er als Cowboy auf einigen Ranches oder als Bergarbeiter in sogenannten Mining Towns, die zur damaligen Zeit wie aus dem Nichts um die neu entdeckten Minen herum aus dem Boden sprießen. Doch als diese Minen nur wenige Jahrzehnte später versiegten, wurden auch die Mining Towns ebenso schnell verlassen, wie sie gegründet wurden. Zurück blieben die typischen Geisterstädte des Wilden Westens. Robert Parker verschlug es nach Montana, Wyoming und Colorado, bis er dort letztendlich in Telluride um 1889 landete. Er erarbeitete sich einen ehrenhaften Ruf und dennoch sollte er ins kriminelle Leben abrutschen. Die Gewinne aus den Gold- und Silberminen der Kleinstadt Telluride wurden in der dortigen Bank San Miguel Valley Bank gelagert, die damals in diesem weißen Gebäude ihren Sitz hatte. Robert LeRoy Parker und zwei weitere Männer namens Matt Warner und Tom McCarthy beschlossen, diese auszurauben. Am 24. Juni 1889 setzten sie ihren Plan in die Tat um. Tom McCarthy stand Schmiere vor der Bank, während Parker und Warner hineingingen. Mit vorgehaltener Waffe zwangen sie die Angestellten, diesen Safe hier zu öffnen. Sie machten sich mit $20.000 aus dem Staub. Heute wären das rund eine 500.000. Auf dem Ritt aus der Stadt hinaus trafen sie auf Parkers ehemaligen Arbeitgeber, Harry Aters. Sie wussten, dass er sie zweifellos erkannte und ihre Identität an den Sheriff weitergeben würde. Doch Parker konnte ihn einfach zu gut leiden, um ihn umzubringen. Er brachte es nicht übers Herz zu schießen. Sie mussten fliehen und untertauchen. Nun gab es also kein Zurück mehr. Die Legende des größten Räubers des Wilden Westens war an diesem Tag geboren. ...1890 kaufte sich Butch Cassidy, wie er sich zu jenem Zeitpunkt nannte, eine Ranch in Wyoming, womöglich als Fassade für seine illegalen Geschäfte. Er pflegte gute Kontakte zu dem Rancher Herbert Bassett und dessen beiden Töchtern Josie und Anne. Sie versorgten ihn mit Fleisch und Pferden, wohingegen er ihnen gestohlene Rinder lieferte. Im Jahre 1894 lernte Butch dann seinen späteren besten Freund William Ellsworth Lay kennen.
Beide waren sie gemütliche Kerle, die keinen Bock auf Stress hatten. Elsie Lay klärte sich Josie Bassett und Butch Cassidy, der zu jener Zeit schon 28 Jahre alt war, fing was mit ihrer 15-jährigen Schwester Anne an. Im selben Jahr noch wurde er verhaftet, nicht wegen des Banküberfalls in Telluride, sondern weil er bewusst ein gestohlenes Pferd für läppische 5 Dollar kaufte. Butch Cassidy wurde zu 5 Jahren Haft hier im Wyoming State Prison in Laramie, Wyoming verurteilt. Dieses Foto von ihm hat man bei seiner Einbuchtung geschossen. Zu diesem Zeitpunkt war er 29 Jahre alt. Der Legende nach soll er eine Nacht vor seinem Haftantritt darum gebeten haben, seine letzten Stunden nochmal in Freiheit verbringen zu dürfen. Er versprach, pünktlich zu Beginn seiner Gefängnisstrafe wieder zurück zu sein. Es wurde ihm gewährt und er kam tatsächlich wie versprochen wieder zurück. Er sollte nur 18 Monate von den ursprünglichen 5 Jahren absitzen. Er wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Doch kurz darauf hörte er, dass sein alter Freund Matt Warner, mit dem er die Bank in Telluride überfallen hatte, des Mordes angeklagt wurde. Laut Warners Aussage war es Notwehr. Er wurde von einem Goldsucher angeheuert, um 2 bestimmte Konkurrenten einzuschüchtern. Doch als Matt Warner dazu in deren Camp ritt, wurde ohne zu zögern das Feuer auf ihn eröffnet, woraufhin er zurückschoss und die beiden umbrachte. Butch Cassidy versprach Matt Warners Frau, dass er für seinen Freund den besten Anwalt auftreiben würde. Doch gute Anwälte waren sehr teuer. August 1896. Cassidy, Elsie Lay und Bob Meeks reiten nach Montpelier in Idaho, fest entschlossen, ihrem alten Freund Matt Warner mit allen Mitteln aus der Klemme zu helfen. Sie halten vor der Bank der Kleinstadt. Bob Meeks passt draußen auf die Pferde auf. Butch und Elsie gehen ruhig mit gezogenen Waffen hinein. Diesmal stehlen sie 7000 Dollar und reiten gelassen und selbstsicher aus der Stadt. Nun können sie auch die Kosten für Warners Anwalt bezahlen. Die Anklage wird vom Mord auf Totschlag heruntergehandelt. Matt Warner wird zu 5 Jahren Haft verurteilt, doch wird schon nach 3 Jahren entlassen. Er sollte dem kriminellen Leben von da an endgültig den Rücken kehren und sogar ein anständiger und respektierter Gesetzeshüter werden. Doch Bob Meeks, derjenige, der Wache hielt, wird kurz daraufhin wiedererkannt und verhaftet. Cassidy und Lay flohen daraufhin bis in den Südosten von Utah. Sie versteckten sich in einem Unterschlupf, der später als Robber's Roost bekannt wurde. Ein idyllisches Versteck mitten in einem Canyon, der wegen seines unzugänglichen Terrains ideal zum Untertauchen war. Noch für sehr lange Zeit nutzten Cassidy und seine Komplizen Robber's Roost als ihren Rückzugsort. Von dort aus planten sie ihren nächsten Überfall. Dieses Mal hatten sie es auf das Kohlebergwerk Pleasant Valley Coal Company abgesehen. In der heutigen Geisterstadt Castlegate in Utah lauerten Cassidy und Lay im April 1897 einer kleinen Gruppe Angestellter des Unternehmens auf, die gerade die Lohnauszahlung in der Bergarbeit in Gold im Wert von rund 7000 Dollar mit sich trugen. Es war ein wagemutiges Unterfangen, mitten am helllichten Tag, doch sie planten ihren Raub minutiös. Sie durchschnitten die Drähte des Telegrafen und hatten ausgeruhte Pferde für die Flucht bereitstehen. So machten sich die beiden Gauners aus dem Staub zurück nach Robber's Roost, 7000 Dollar reicher. Wenig später lernte Butch Cassidy einen Mann kennen, der nicht weniger berühmt werden sollte als er selbst. Gemeint ist natürlich Harry Alonzo Longaball, besser bekannt als The Sundance Kid. The Sundance Kid wurde 1867 in Montclair in Pennsylvania geboren, war also ungefähr im gleichen Alter wie Butch. Longaball wurde 1887 wegen Pferdediebstahls zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren in Sundance, Wyoming verurteilt. Nach 18 Monaten wurde er vorzeitig entlassen und trug von da an den Spitznamen Sundance Kid. Nach seiner Haftstrafe versuchte er sich als ehrlicher Bürger, doch als verurteilter Dieb war es schwer, eine anständige Arbeit zu finden. Und so plante er bald wieder krumme Dinger. Im November 1892 überfiel er mit 2 weiteren arbeitslosen Cowboys seine Eisenbahn. Doch zu ihrer Bestürzung stellten sie fest, dass die Passagiere kaum Geld bei sich trugen. Ihre komplette Ausbeute betrug schlappe 8 Dollar. Enttäuscht machten sich Longaballs Komplizen zurück in die Stadt. Doch dort wurden sie wiedererkannt und festgenommen. Unter Druck der Justiz gaben sie Sundances Namen preis, woraufhin dieser keine andere Wahl hatte, als den Staat zu verlassen. Auf der Suche nach einem geeigneten Versteck
tat er sich letztendlich mit Cassidy und seinen Freunden zusammen. Zu diesem Zeitpunkt bestand Butchers Gang aus Elsie Lay, Harvey Kid Curry Logan, Ben the Tall Texan Kilpatrick, Will News Carver, Laura Bullen und George Flatnose Curry. Butch Cassidys Bande wurde später unter dem ikonischen Namen The Wild Bunch, zu Deutsch der Wilde Haufen, bekannt und sollte den Wilden Westen um die Jahrhundertwende herum noch für einige Zeit den Atem halten.